Ja, Krankenhaus. Kann man die Tür eigentlich zumachen? Was wird das nützen? Nix, ne? Wir scheiben eh raus. Aber das ist ja gar nicht das mit dem Treppenhaus hier. Was ist das denn für ein Kack? Ist ja irgendwie anders. Oder ist das irgendwie Hintereingang hier? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt weiß ich, hier war ich doch schon drin. Wo ich doch den Arm gebrochen hatte. Das ist ein ganz doofes Krankenhaus mit gar keinen Zimmern, wirklich. Nee, dann hau ich wieder ab. Hier gibt's nichts. Nur oben auf dem Dach irgendwie und das ist völlig blöd. Kann ich hier so durch? Nee, muss ich aufmachen. Schon wieder eine Spraydose. Oh, da liegt was. Bücher. Okay. Gelbe Regenjacke, wie es aussieht, die nicht mehr so richtig toll in Schuss ist. Futter auf dem Kühlschrank, ja. Damaged. Hallo? Eat. So. Wie sieht es aus? Hydrated fehlt ein bisschen was, ja. Ja, wenn ich einen größeren Rucksack hätte, könnte ich natürlich den Mampf alle noch einpacken hier. Aber nein. Ich bin voll, weil ich nicht so einen großen Rucksack habe. Badly damaged. Das auch. Ist das besser da? Ich muss mal eben hier aus dem Fenster gucken. Nicht, dass mich irgend so ein Honsel sieht, ey. Oder dieser komische Jumper da von der Straße aus. Denn hier im Erdgeschoss, die glitschen eisenhart durch die Wände, ey. Das ist... Da ist Türen zumachen meist noch nicht so der Hit. Da muss ich mich hinstellen für... Ja, die sehen auch nicht gerade toll aus. Nö. Das würde nichts bringen, das zu tauschen. Was ist das eigentlich? Kommt man noch nicht dran, ne? Nee. Das ist echt doof. Eine Türattrappe. Tja. Ich muss mich so ein bisschen orientieren hier, aber ich glaube, ich bin...
Hier habe ich keinen Bock zu schleichen. Schöner Holzboden. Aber nichts drin. Ach, dieser Lag. Wo ist das Türchen? Regnet das schon wieder? Bücher ohne Ende. Was ist das denn hier für ein Stab? Ach so, das ist eine Mistgabel, die so ein Stück durch die Wand guckt. Null, null Bugs. Ich finde immer wieder Munition, aber nie welche für meine Waffe. Das ist schon eigenartig, ne? Irgendwie. Da nix. Da ist wahrscheinlich nach draußen. Ah ne, das ist nur ein Zimmer, tatsächlich. Ja, Futter. Was steht da oben? Oh, ein Bier, das ist gut. Hydrated bin ich nämlich nicht mehr hell drin. Ah, ich bin jetzt erschrocken. Das muss nicht heißen, dass hier ein Zombie ist. Aber ich gehe trotzdem mal raus. Wo war raus? Hier, ne? Wer hat da so geschrien? Zeig dich, du Schmutzpuckel. Na, war anscheinend wieder so ein Soundbug. Und ich habe schon wieder einen Adrenalinstoß. Ach, das ist nur ein Stall, ist ja gar keine Scheune. Ich dachte, wäre diese Scheune, wo an beiden Seiten so hochgehen kann. Was ist das denn für ein Stock? Ach, das ist so eine... Okay, und ein Waffenreinigungskit. Könnte mit einem großen Rucksack vielleicht mal interessant werden. Ansonsten ist hier offensichtlich nichts. Kann man die Tür eigentlich aufmachen? Nee. Ja. Hier war nichts. So. Norden? Dann sind wir bald schon an der Grenze, ne? An der Kartengrenze. Ja, nicht ganz, aber... Deswegen sage ich mal da... Ich habe das auch schon so im Griff, ne? Das ist besten. Sind wir weit genug weg, dass ich von der Stadt gesehen werden könnte? Ja. Oh, da ist auch noch ein Häuschen. Das wäre da jetzt. Da komme ich da rein und dann liegt da so ein richtig großer Rucksack. Ja. Das wird mir jetzt gefallen. Aber nee. Große Fenster. Was ich meistens ohnehin nicht so toll finde. So, was haben wir denn jetzt? Immer noch nicht richtig hydrated. Dann trinken wir das Bier auch noch. Da ist ein Schalldämpfer. Aber erst trinke ich das Bier. Ist doch, ne? Sieht ganz so aus. Der sieht aber auch so von Weitem noch gut aus. Von der Qualität. Jawohl.
Jawohl. Damaged, naja. Jetzt brauche ich das Waffenreinigungskit. Aber da müsste ich wieder runter in die Stadt, ne? Oder lag das auch in eins von den Häusern? Weil ich... ist offen. Weil ich Hoffnung habe, dass man mit dem Waffenreinigungskit das besser machen kann. So, was ich jetzt machen werde, wenn ich mal in den Wald komme, ne? Weit weg von allen Städten, dann werde ich mal auf Wild schießen. Ja. Und dazu, jetzt mache ich mich erstmal hier so ein bisschen dünn, gehe ich jetzt irgendwo, wo weit, weit, weit keine Häuser sind und also auch kaum Zombies zu erwarten sind. Aber dann brauche ich auch noch Tiere, ne? Der hier steht am anderen Ende von der Stadt. Ja, das war nicht so. Aber der ist auch noch fällig. Wie sieht denn meine Jacke aus? Oh Mann, da müsste ich mal eine neue haben. Die ist ruiniert. Und das kann ich dann nicht benutzen mit, ne? Nee. Damaged. Worn. Inepifin Pristine. Da packe ich jetzt lieber Sachen rein, die nicht gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel das tauschen. Und das tauschen. Damaged, ja, ist klar. Hm. 15. Und wie viel Schuss habe ich da drin? 5, ne? Habe ich jetzt was gehört? 3 sind da nur zu sehen. Ist irgendwie komisch. So, jetzt wollte ich mal auf den Kompass gucken. Hä? Oh. Nach Norden. Da, der Baum. Merken, der Baum da. Ist Norden. Dann war ich jetzt, da dachte ich mir schon, quasi im Nordwesten unterwegs. Da ist Norden. Dann müsste ich sehr bald an der Grenze sein, an der Kartengrenze. Und da ist auch erstmal eine ganze Weile nichts. Auch wenn ich da die Kartengrenze entlang gehe Richtung Westen, kommt erstmal eine Weile gar nichts. Und das kann auch nicht mehr weit sein. Schlecht. Das sollte man sich merken. Das wäre doch ganz gut so als Treffpunkt, so wenn man so mit mehreren spielt. Hier so Zelte hinstellen, so, das ist doch schick hier. Naja, vielleicht denken da doch andere und knipsen mich gleich ab. Wenn er gleich sagt, Peng, du bist tot, dann weiß ich, dass da wohl welche die Idee hatten.
Uiuiuiuiuiui. Schon wieder. Da verreise ich richtig die Maus. Hier kann doch gar kein Zombie sein. Doch. Oh. Hä? Das ist ein unschöner Bug. Echt. Boah. Krass. Echt krass. Und trotzdem muss ich jetzt auf dem... Da. Na? Da. Ja, Kartengrenze. Hier wird es ja wohl kaum Zombies geben, oder? So. Na bitte. Edgy Badge. Jetzt muss ich nur rausfinden. Also wenn ich jetzt nach Westen laufe, dann kommt erstmal lange nichts. Da ist aber... Mal noch ein bisschen von hier weg, damit ich das sehen kann, falls da doch mal was kommt. Ja, ja. So. Und jetzt mache ich erstmal neue Datei. Ja, jetzt gucke ich mal eben hier. Boah, ich habe mich jetzt erschrocken. Hier kann doch nichts sein. Mann! Ja, da ist so ein Lootpunkt direkt an der Kartengrenze, ja. Und dann kommt da so eine ganz gerade Straße. Sind wir da schon vorbei? Glaube ich nicht. Grotzwoi-Pass gibt es dann ganz hinten. Hm. Naja. So nah, wie ich das gerade gehört habe, müsste ich den ja sehen hier auf der freien Fläche. Aber nix ist. Oh. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ich kann mich da auch nicht dran gewöhnen. Tja, so weit im Westen war ich noch nie. Oh, da ist eine Futterkrippe. Schau an, schau an. Ja, und schon wieder... Ja, gegrunze und... Also, das ist wirklich schlimm. Nee, also... Das ist ja schlimm geworden hier mit diesen ewigen Zombie-Geräuschen, wo keine Zombies sind.
Mamfi, wenn hier Futtergrippe ist, dann müsstet ihr doch auch Wild geben, oder? Das wäre natürlich gut. Weil ich ja mal wild schießen will. Und dann mache ich ein Feuer. Ich glaube, so Wasseraufbereitungstabletten habe ich keine. Ein bisschen verkrümeln. Nicht ganz so nah an der Kartengrenze, weil man nie wissen kann, ob da nicht mal irgendwelche Leute langlatschen oder so. Zombies kann es doch hier eigentlich nicht geben, oder? Ja. Ich denke mal, hier könnte man sich doch zu zweit ganz gut hinsetzen oder zu dritt ein Feuer machen, ein Tier schießen, Fleisch braten und sich so richtig schön aufpäppeln oder ein Zelt aufstellen, Zelt verstecken. Das würde ich auch wiederfinden. Ne? Severograd, so weit nach Norden bis an die Landen, bis an die Kartengrenze und dann nach Westen. Dann kommt erst diese Bude, dann kommt dieses Ding und dann kommt der lichtere Wald. Das findet man doch wieder. Doch, das findet man wieder. Und da ist der Regen schon wieder vorbei. Oh ja, hoppla, das war ein Schubser gegen die Maus. So, jetzt gucke ich mal hier in mein Inventar. Was habe ich denn? Habe ich eine Getränkedose? Habe ich gar nicht. Ich habe da noch Wasser und da noch Wasser. Hydrated fehlt was. Und aber Energized Futter. Ich habe ja immer wieder in den Häusern was gefunden und immer gleich Verschmackofatz. Das war meistens Obst. Ja, ich weiß, ich höre Zombies. Natürlich. Reis damaged. Boah. Wie sich das anhört, ey. Das ist nicht schön. Da kann man sich ja gar nicht mal entspannen. Wenn man jetzt hier ein Zelt aufbaut, dann hört sich sofort an. Das geht ja gar nicht, ey. Nee, das müssen die ändern. Ach ja. Mal gucken, ob mit einmal trinken es reicht. Nee. Ah. Ja, beim nächsten Mal möchte ich eigentlich ganz gerne mal gucken, dass ich hier irgendwo wild schieße. Dann kann ich auch diesen Schalldämpfer mal ausprobieren und gucken, ob ich so ein Tier aufgeschnitten kriege. Ich habe ja ein Messer, das ist gut. Messer. Und da muss ich natürlich vorher ein bisschen was wegessen, damit ich Platz habe für diese Steaks. Dann erst die rohen, dann Feuer machen. Dann brauche ich ja auch Feuerholz, das kann ich ja hier machen. Achso, dann brauche ich so ein Rack dafür, um Feuer zu machen. Ja, wie ist eigentlich meine Hose? Auch pristine. Aber die Jacke hat was mitgekriegt, ey. Shit, da brauche ich eine neue. Green Raincoat. Ja, ich bräuchte so eine Regenjacke. Und das Ding ist damaged. Da wäre vielleicht mal ganz gut so ein Waffenreinigungskit. Aber ich habe einen zu kleinen Rucksack. Das ist einfach so. Oh, mein Gott, nochmal. Ich kriege hier jedes Mal Herzinfarkt. So, ich logge mich hier aus und beim nächsten Mal geht es dann hier ein bisschen mit Wildnis weiter. Das Einzige, was mir bald zur Neige geht, ist ein bisschen das Wasser. Aber noch habe ich ja anderthalb Flaschen. Bis dann. Tschüssi. Bye, bye.